Hallo Freunde und willkommen heute mit ein kleiner, aber eventuell sehr nützlicher Tipp, der dem einen oder anderen unter euch jede Menge Nerven ersparen kann. Und zwar geht es um die nervigen Cookies-Warnungen, die ständig aufpoppen, wenn wir eine Webseite aufrufen. Was ich damit meine, ist genau das hier, wie ihr euch schon gedacht habt, wahrscheinlich. Das ist jetzt hier noch ziemlich dezent, finde ich. Es gibt Seiten, die diese Warnung beinahe oder ja über die halbe Seite geht. Wir müssen das ständig ja akzeptieren oder irgendwie wegklicken. Besonders nervig ist das natürlich für diejenigen, die im Inkognito-Modus unterwegs sind oder ihren Browser so eingestellt haben, dass die Cookies gelöscht werden beim Schließen des Browsers. Oder vielleicht gar keine Cookies akzeptieren. Ja, da kommt diese Warnung beim wirklich fast jedem Seitenaufruf. Poppt diese Warnung auf und wir müssen das immer wieder und wieder akzeptieren oder eben irgendwie wegklicken. Das nervt ein bisschen sehr auf die Dauer, finde ich zumindest. Aber nun gibt es da gute Nachrichten. Und zwar gibt es ein Add-on hier, den ich euch jetzt zeigen will, schnell. Wenn wir jetzt hier, das ist jetzt hier übrigens Firefox, wie ihr sehen könnt, dieses Add-on gibt es auch für Chrome und Opera bestimmt. Oder auf jeden Fall. Und zwar, wenn wir jetzt hier nach Add-ons suchen, hier einfach nach Cookies vielleicht. Cookies. Und zwar genau, das ist das hier, ja. I don't care about cookies. Zack, einfach draufklicken und zum unserem Browser hinzufügen. Hinzufügen hier nochmal. Nochmal bestätigen hier. Zack. Und schon haben wir das ja, Problem gelöst sozusagen. Wir haben jetzt hier unter unserer Erweiterung hier, wir sehen hier I don't care about cookies. Ja, bei mir ist jetzt der aktiviert. Die Meldung kommt hier noch. Wenn ich das jetzt aktiviere, zack, ich kann den Browser jetzt nochmal schließen und gerne in den Inkognito-Modus gleich testen hier. Und schon ist diese nervige ja, Warnung poppt nicht mehr auf. Wir brauchen nicht mehr irgendwie was ja, akzeptieren oder wegklicken halt. Ja. Und ja, das Problem ist schon gelöst sozusagen. Es gibt allerdings Fälle, wo diese Warnung trotzdem aufpoppt. Da gibt es hier die Möglichkeit, das zu melden sozusagen. Und zwar, ich gucke mal, ob ich das jetzt hier irgendwie nachstellen kann. Ich deaktiviere jetzt. I don't care, okay. Jetzt, genau, das ist schon da jetzt, zack. Und wenn wir jetzt wieder deaktiviere, ich aktiviere das jetzt wieder und es ist noch da, hoffentlich genau. Also wenn unsere Add-on hier aktiviert ist und auf irgendeiner Webseite trotzdem so eine Meldung aufpoppt, haben wir die Möglichkeit hier einfach auf die Meldung hier mit der rechten Maustaste und hier in diesem Kontextmenü haben wir hier I don't care about cookies. Reporter Cookie Warning und wenn wir jetzt einmal refreshen hier, aktualisieren die Seite, ist das dann schon weg und das merkt er sich hoffentlich und schon haben wir jetzt nicht mehr oder müssen wir nicht mehr ständig diese ganzen Warnungen wegklicken. Genau, das war es auch schon alles. Ich fand die Add-on hier super cool und wollte sie euch unbedingt zeigen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat oder irgendwie weitergeholfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, wie immer einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.